Willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe von Borderlands, aber nicht nur irgendein Borderlands-Teil. Nein, diesmal hat Tiny Tina sogar ihr eigenes kleines Spielchen bekommen. Tiny Tinas Wonderland und die Musik wird gerade immer lauter, warum auch immer. Ich habe ihr nichts getan. Ja, jedenfalls, kleine Sache vorweg. Ich kann das Wochenende, ich kann am Samstag, ich weiß, beim letzten Borderlands-Teil und auch bei Resident Evil wart ihr es ja gewohnt gewesen. Oh, Leute! Ich muss das mal kurz noch ein bisschen runterschrauben. War es ja gewohnt gewesen, dass ich ja 12 Videos an einem Tag produziert habe mit jeweils einer Länge von einer Stunde. Aber das wird jetzt dieses Wochenende nicht passieren. Das kann ich dieses Wochenende nicht machen, weil ich sehr viel um die Ohren habe, privat, und da ist einfach viel zu viel. Oh, ja, ich hab's kapiert. Ja. Oh. Aha, Crossplaying, das ist gut. Lege deinen Shift-Anzeigenamen fest, ja. Das ist ein bisschen falsch geschrieben. Oh, sehr schön. So. Perfekt, dann nehmen wir das hier. So. Ja, wie bald sagt, ich kann das jetzt hier. Oh, so viel Kram, so viel Gedöns hier. Wie bald sagt, ich kann das nicht machen. Jetzt hier das Wochenende, beziehungsweise an den einen Samstag zwölf Videos raushauen. Von dem her, seid mir bitte nicht böse, wenn ich jetzt nicht die Zeit habe, so viele Videos auf einmal rauszuballern. Ich habe da wirklich eine ganze Menge um die Ohren. Ich hoffe, ihr könnt das verstehen. Ja, okay, gut, dann wollen wir mal. Gut aus, alter Schwärze, einige Bücher haben wir mit Fähigkeiten, das ist irgendwie ein Bereich. Ich kann Scheiß erkennen. Fähigkeiten, Darstellung dunkler Bereiche, wenn du Symbole außerhalb nicht sehen kannst. Ich kann Scheiß erkennen, wenn ich ehrlich bin. Ich sehe jetzt keinen Unterschied. Ich kann keinen Unterschied erkennen. Untertitel an. Infos Hörgeschädigte. Nee. Also gut kann ich noch hören. So, Option. Auflösung. Bla bla bla. Horizontal. Sichtfeld. Ich würde gerne die Musik. Ja, ja, der Sound. Oh Gott, ich finde die Musik gerade so tierisch laut. Ich weiß auch nicht warum. Erstmal die Gesamtlautstärke mal ein bisschen hier runterdrehen hier, so. Dialoge müssen ganz oben sein. Musik kann ruhig ein bisschen in den Hintergrund rücken. Soundeffekte kommen runter auf 85, so. Konsolensprache bitte, ja. Spielaussagen müssen natürlich sein, finde ich gut. Kann so bleiben. Steuerung ist bestimmt so, wie ihr habt. Bla bla bla. Gameplay. Ja. Privatsphäre, nur Freunde. Ja, damit bin ich zufrieden. Bla 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 bla. Sichtfeld. Ach, drauf geschissen, ich will spielen. Ich kann das Spiel nochmal ändern, ist ja gut. So. Neues Spiel, neues Glück. Schwierigkeitsgrad wählen. Hier kannst du mit den kleinen imaginären Persönlichkeiten abhängen, die in deinem Bildschirm wohnen und ganz nebenbei die gottverdammte Welt retten. Spieler, ach oh Gott, da ist dieses Ständersternchen, ich dreh durch. Alter, dieses Ständersternchen braucht keine Sau, warum? Warum müssen die das überall hinmachen, dieses Ständersternchen? Ich kenne niemanden, der es verwendet. Ehrlich, das sind hier. Ich kann es nicht nachvollziehen, warum hier Videospiele und die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender, warum die das verwenden müssen.
Ich kenne niemanden privat oder in meinem Zuschauerbereich. Ich kenne niemanden, der das verwendet, diesen Gendersternchen. Ich kapiere es nicht. So. Du bist hier für einen entspannten Kampf zwischen Gut und Böse. Erlebe Tiny Tinas Wonderland genau wie vorhergesehen. Du bist hier, um alles Boss zu. Was? Du bist hier, um alles Böse zu zerschmettern, ganz gleich wie viele Scheißigkeiten kreischender Horden, die der Bunkermeister entgegenschmeißt. Spieler richten 15% weniger Schaden. Nee, ich war ausgewogen. Ja, ausgewogen. Kooperation. Jeder im Spiel findet seine eigene Beute. Ja. Es gibt eine Welt jenseits der Borderlands. Geschmiedet durch Wunder, vom Schicksal regiert. Der Kampf zwischen diesen Mächten tobt schon seit Anbeginn. Böse und Gut. Schurken und Helden. Ein wiederkehrender Kreislauf der Gewalt. Wunder liegen in der Macht einer grausamen Göttin. Aber das Schicksal, es gibt nur einen, der es bestimmt. Dessen Los in den eigenen Händen liegt. Der Schicksalsbringer. Das bist du? Krass, oder? Schicksalsbringer. Echt viel Verantwortung. Ehrlich, ich könnte es dir nicht verübeln, wenn du vor lauter Schiss gleich aufgibst. Doch, falls nicht, wenn du dich als Schicksalsbringer beweisen willst, hier die Warnung, die ich allen Helden gebe. Gemeinsam kämpft ihr. Gemeinsam sollt ihr fallen. Ihr seid aber schnell da. Wie gesagt, wir sind eben Helden. Ich bin Valentine, der edle Abenteurer. Die Gruselige da heißt Fred. Und wer ist das da? Hä? Unser Neuling auf dem ersten Abenteuer. Ach, kommt schon, die Figur ist ja nicht mal fertig bemalt. Genug jetzt. Wir verhindern, dass du die Seelenenergie raubst. Narren! Ich habe die ganze Seelenenergie bereits absorbiert! Ich bin unbesiegbar! Oh Mann, tut mir echt leid. Dann keine Seelenenergie. Boden werden brennen! Babys werden heulen! Wer sonst? Meine Skelette werden über das Land herfallen! Sieht übel aus. Und wie gewinnen wir jetzt? Wir greifen an! Zusammen! Erbärmlich. Besonders du, Neuling. Die Helden von heute haben nichts mehr drauf. Und jetzt, stirb! Doch dann, als die Helden schon aufgeben wollen, hören sie ein Wiehern. Ein Wiehern? Ja, und da ist ein glitzernder Regenbogen, der Knister, Krake, Krickel! Es ist Königin Aschgau. Die schönsteste, perfekteste Herrscherin von allen! Moment, was für ein Spiel ist das hier? Wir spielen Bonkers and Badasses, Baby! Und ich, Tiny Tina, bin der Bunkermaster. Also bestimme ich! Darum gibt es ein magisches Diamant-Zweihorn namens Arschgau, das alle rettet! Hm. Ich hatte gehofft, dass wir alle retten. Kommt noch, Wellilein, aber es muss doch spannend sein. Also, weniger labern, mehr Dragonlord. Arschgau, du magst zwar die schönsteste, perfekteste Herrscherin von allen sein, ha? Aber dieses Mal gewinne ich. Aber Arschgau
und hatte das coolste Schwert auf der ganzen Welt. Das Sehnenschwert! Was soll das? Die Skelette waren taufrisch! Nein! Nein! Sei verflucht, Valentine! Sei verflucht, Fred! Und vor allem verfluche ich dich, Neuling! Namenloser Plagegeist! Ich kehre zurück und befreie die Welt von euch Helden! Und so wurde der Dragon Lord besiegt. Fürs Erste. Einladung abgeschlossen. Also, wer hat Lust auf ein Rollenspiel? Ja, meinetwegen. Wir sitzen hier ohnehin fest, seit dieser Berg das Raumschiff gerammt hat. Ja, voll zerschmettert. Bin dabei. Ich liebe Bonkers and Badasses. Mein Charakter ist schon auf Level 50. Nee. Es gibt ganz neue Charaktere. Das ist für den Neuling das erste Spiel und ich sorge für ein absolut unvergessliches Abenteuer. Bereit, Neuling? Zeit für die Charakterbögen, Leute! Ja, passabler Anfang, ja. Da habe ich schon bessere Anfänge von Borderlands gesehen, aber an sich, ja, solide. Ja, die Figur ist noch nicht fertig bemalt, kenne ich. Modellbau, man kennt das ja. Pen and Paper spiele ich ja seit Jahren und eigene Figuren erstellen, das ist ist geil, ja. Und dann selber bemalen, erstmal grundieren natürlich und dann selber bemalen, das ist schon ziemlich geil, ja. Oh Gott, Gendersternchen, ich drehe ja noch durch. Oh, ich hasse diese Gendersternchen. Also, was ist das für eine Klasse? Der Kilomant. Christopher Chancen, der. Oh, schon wieder. Ach Gott, könnt ihr hier. Guck mal hier. Schicksalsbringer. Gendersternchen innen. Muss das denn sein, Alter? Das triggert mich heftig. Oh. Also, falls das Videospiel abbrechen sollte, dann nur wegen diesen Gender-Kack. Hat's früher nicht gegeben. Braucht man auch nicht. So. Genau, Geisterklinge, Bringer. Oh, Gendersternchen schon wieder entdeckt. Ja, aus Ort, Nahkampf, Nahtenschaden. Aus den Schatten. Oh ja, das sieht natürlich gut aus, ja. Warte, Berserker, warte kurz, das kommt zum Mann. Verzeihung, Schicksalsbringer, Raserei, während der Raserei verursacht der Versuchung ihrer Angriffe Bonus Frostschaden. Wir gehen herum, metzeln alles in der Nähe mit der Nahkampfwaffe nieder und verwandeln sich in einen Tornado des Schmerzes. Springen, Ziel und verursachen Frost. Warum Frost? Ah, der Unsichtbare. Er hat ein bisschen was vom Jäger, weil man ja so ein Pet dabei hat, ja. Zauberschuss. Grabspross. Das ist natürlich auch sehr interessant. Warte mal, was macht der genau? Werden von euren schwebenden Halblichtgefährten begleitet. Der Gegner eine Distanz, Visier nimmt und dunkle Magieschaden verursacht. Opfern einen Teil ihrer Gesundheit, um Dunkelmagie-Fähigkeiten. Dunkelmagieschaden, bla. Ja, wahrscheinlich keine pro Sekunde. Jetzt ist ein Bogenschütze. Der Brrrr-Säcker sieht natürlich sehr führerisch aus. Ja, ein Clownbringer ist genau, warte mal. Haben einen Gefährten. Hm.
Ich entscheide mich mal hier für den Berserker. Nehme ich. So, erstell mal den Kopf. Ich meine, den Charakter. Den da. Körpergrößen, aber immer. Als Berserker kommen, müssen anständig Schaden machen. Ach, Kopfgröße kann man auch separat machen, oder was? Das nenne ich mal modisch. Klingt wie eine Frau. Das nenne ich mal modisch. Was? Ich bin eitel. Komm. Was haben wir denn hier? Meine Gestalt ist vergänglich. Meine Erscheinung muss verfeinert werden. Einfach. Ja, ich sehe einfach blendend aus. Oh, ja. Ach, du Tier. Mann, du bist so gut. Ich hätte nichts gegen eine Veränderung. Meine Gestalt ist Heroismus steht mir einfach. Ein neuer Anfang. Ich muss... Was steht mir? Selbst feuchterregend. Was steht mir? Was haben wir denn hier? Was? Ich bin eitel. Komm klar. Okay, warte mal. So. Was haben wir denn hier? Ich hätte nichts gegen eine Veränderung. Was steht mir? Ich hätte nichts gegen eine Veränderung. Was steht mir? Was steht mir? Ich hätte nichts gegen eine Veränderung. Ah, oh, schon wieder gegendert. Ah, oh, ich dreh durch. Ja, er, ihm, ihn. Ja, damit komme ich klar. Jetzt mein Ernst, dieses Xia, Xiam, Xien. Das ist wieder dieses Gender. Das ist doch furchtbar. Das ist... Sie und ihr, damit komme ich noch klar, das ist ja Frau, das ist Kerl, das da ist für, It's a Trap. Da, damit komme ich klar, das ist gut. So, Gesichtszüge, zeig mal. Warte mal. Ja, okay, zeig mal. Oh! Ja, Ork, das gefällt mir. Gib her, ich nehme Ork, yep. Zeig mal her. Ich nehme mal gleich Orkisch, komm, ich hier irgendwo Schuppen. Komm schon, gibt's irgendwo. Das gefällt mir. Mensch, Elf könnte aber auch ganz gut hinkommen. Ja, schön orkisch halt, ne? Ah! Oh. Ja, ich brauche irgendwas Orkisches, irgendwas richtig Cooles. Oh, nee. Ich, na, vielleicht. Aha. Ha. Nein. Warte. Das sieht sicher aus wie die eine von hier, Tyreen Calypso. Warum nicht? Frodo, ja, wegen Afro, deswegen Frodo, ja. Puh,
Katzen und Zunork, nein. Der Kehlknoten ist ja der Klassiker bei Vox, ne? Nee, wir machen... Irgendwie kann ich mich damit gut anfreunden. Bärte und ja, Mustache. Mustache. Ja, ich überlege gerade, welchen von den beiden. Mustache. Mustache ist mir auch gut. Mustache und Koteletten. Haarfarbe. Gib mir schwarz. Gibt's noch was Dunkleres? Mustache. Nein. Ja, sieht mir auch gut aus, ja. Es kommt nicht auf die Ohren an, denk dran. Die Nase. Ja, das sieht mehr Orke aus. Ja. Ich überlege Schlupsnase. Dann bleib bei Stups, ja. Schön orkisch muss das sein. Nasengröße. Ja. Nasenhöhe. Das gefällt mir schon eher. Tja, was für ein Mund nehmen wir denn schönes? Am besten, wo dann schön Hauer noch hervorgucken, das wäre mir lieb. Ja, das sind aktuell meine Lippen. Yep, so habe ich aktuell auch meine Lippen gerade, ja. Unerschütterlich. Unerschütterlich gefällt mir eigentlich ganz gut. Bleib ich dabei. So, sieht ganz gut aus. Augensymmetrie, ja, an. Ja, ich will schon. Obwohl, warte mal. Was für Augenbrauen nehmen wir denn? Aber wo man für einen Ork auch eigentlich die Augenbrauen weglassen kann. Obwohl gehörend gefällt mir eigentlich. Habt ihr schon mal einen Ork mit Wimpern gesehen? Nein, deswegen gibt es auch keine. Weit, nein. Oh, reptilisch, Alter. Verwirrt. Puppeln, zeig ich mal. Ketzerisch, ja. Wegen Katze, ja.
böse Augen. Ui. Ach, da gibt es nicht so viele. Hm, schade. Ja, sieht doch ganz gut aus. Merke ich mir mal für einen neuen, wenn ich mir einen anderen neuen Charakter erstelle, ja, merke ich mir mal. Ja, vielleicht bei Blau, dann vielleicht bei Blau, dann muss ich aber das noch erinnern. Ich merke mir das andere mal für einen anderen Charakter vor, ist gut. Nee, hier Symmetrie, dann passt das mal. Ich dachte, ich könnte das eine Auge zu das andere aufmachen und so weiter und so fort. Passt schon. So. Gesichtsdekoration. So. Namen. Namen sind immer was Schönes. Echt schlecht rasiert. Oh, das gefällt mir. Berserker. Das gefällt mir. Ah, ich kann die Seite ändern. Ja, die Seite ist gut. Lass mal so. Dead Tool, zeig mal. Ah. Was du guckst. So, Tattoo-Farbe, wir brauchen was Gutes. Schmier. Oh ja, das gefällt mir, Vampir. Hm? Nee, dann bleiben wir bei Vampir, das sieht gut aus, ja, her damit. Ich kann nicht wirklich einen Unterschied erkennen. Dann lassen wir es heute. Nee, lass mal. Nee. Okay, das sieht ja sehr interessant aus. Gesicht her sieht ja schon gut aus. Rüstungsdekoration, gib mir her, ja. So. Hochelfen. Goldklaue. Auffällige Flechten. Das mal. Ah, okay. Hier kann ich nochmal das ändern, okay. Hier kann ich jetzt zum Beispiel auf die Beine gehen. Tarnschick.
was ist das für eine Farbe? Ja, stinkreich gefällt mir irgendwie. Ich kann ja hier noch ein bisschen rummachen und hier noch ein bisschen. Obwohl das auch seinen Charme hätte. Ah, hier kann ich sogar noch separat noch. Ah, okay. Nee, das gefällt mir, das nehme ich so. Das ist doch geil, das ist doch geil. Das sieht doch geil aus. Ja, gibt gerade irgendwie Verbindungsschwierigkeiten. Keine Ahnung, was da gerade los ist. Interessiert mich auch ein Scheiß. Du bist jetzt wieder verbunden. Ja, darf ich doch mal Ruhe. Ich will in Ruhe spielen hier. Okay. Sehr schön. Und Abaddon schreibt mir gerade, wie weit ich bin. Hallöchen, Abaddon. Keine Ahnung. Ich spiele gerade. Ich habe gerade noch nicht mal meinen Charakter erstellt. Bitte aber Ruhe, ja. Ich weiß, du meinst es noch gut, aber ich möchte jetzt mal anfangen, Tenchina zu spielen. Abaddon, falls du das hier sehen solltest, schöne Grüße geht raus an dich. Aber ich habe noch nicht mal angefangen, Tenchina zu spielen. Ich kann dir jetzt gerade gar nicht sagen, wie weit ich bin. Außer gerade bei der Charaktererstellung. Der hat vielleicht ein Timing drauf, ne? Oh, sieht geil aus, nehme ich. Nein! Scheiße, ich habe das weggemacht. Nein! Fuck! Scheiße, 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 scheiße. Ich habe gerade meinen Ork weggemacht. Ah! Weil ich gerade so viel Arbeit drin hatte, Alter. Oh. Yep, ich muss da nochmal kurz was. Aber scheint so, als ob Tattoos und so alles noch vorhanden ist. Das ist gut. Dauert nicht lange, dauert nicht lange. Dauert nicht lange. Oh, genau. Ich hatte die 11 gehabt, hatte ich, ne? Die 11. Kommt hin. Ich hatte die Frisur gehabt. Mustache. Ich glaube, ich hatte noch einen Mustache gehabt. Ja, ja. Schwarz. Naja, die hatte ich, ja. Bla 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 bla. Augen sind auch gleich. Das Musik ist noch gleich geblieben, das ist gut, ja. Da will ich nur mal kurz gucken. Hatte ich das? Ich glaube nicht, aber Vampir stimmt soweit. Oh Gott. Doch, hatte ich doch gehabt, okay. Vampir. Das stimmt auch. Okay, ist gut. Ja. Was haben wir denn hier? Passt, okay. Sehr gut, ja, es bedeutet.
Extreme Ästhetik, kann das sein soll. Okay, weiter geht's. Ach, wie fangen wir an? Okay, Dorftrottel. Ob du Herz. Nee. Ob. Oh, du herzallerliebstes Riesenbaby. Mit gutem Aussehen, Muskeln und genau zwei Gehirnzellen gesegnet, die niemals miteinander sprechen. Bist du wahrlich wie ein Gott. Genau genommen. Genau. Nimbus, dein Schicksal war es immer, Großes zu verbringen oder als atmendes Bauwerkzeug klassifiziert zu werden wird. Von Elfen aufgezogen. Du erzählst nur ungern davon. Ach so, das gibt mir Vorteile und Nachteile. Das ist ja sehr, sehr interessant. Wie nämlich ein Pen and Paper. Ja, Intelligenz leidet drunter, aber dafür sind wir verdammt stark am Anfang. Du erzählst nur ungern davon, aber du bist in einer Elfenkommune groß geworden, aufgrund der strikten Ernährung mit rohen Blättern und Baumharz bist du ebenso leichtfüßig wie dürr. Wenn du auch nur noch ein einziges Harfensolo ertragen musst, fährst du aus der Haut. Gescheiter Mönch. Oh, nicht gut für Stärke. Sag ich mal. Ein mächtiger Ruf hat dich gelockt, dein Leben hinter dir zu lassen und zu einem Bergkloster zu reisen, in dem du uralte Lehren studieren und über den Sinn aller Dinge nachdenken könntest. Dann hast du einen Nachttopf aus dem Fenster ausgeleert und einen Mönch erwischt. Du bist sicherheitshalber in der Nacht geflohen und hast einen anderen Berufung gefunden. Ja. Was ist das denn? Ex-Inventar-Horter, Horter? Oh, die Schrift ist so klein, das ist eklig mit dem Lesen. Du bist einst durch deine fantastische Welt gekrochen, um deine Taschen mit allen Kerzen und Käsestücken zu füllen, die du finden konntest. Du hast den Müll aufgeschworen, doch nun richten sich deine Augen auf Werkzeuge, die Zerstörung und leuchtende Schurke und Alchemist. Ja, nee, dann. Ja, bin ich zwar vielleicht ein bisschen geistig und nachtet, aber ja. Dafür mehr Schaden, komm, mehr Schaden, her damit. Ich habe noch 10 Punkte übrig. Stärke ist ein Maß für deine Körperkraft. Sie bestimmt, ob deine kritischen Trefferfeinde nur mittlere Geschichte oder auf bla, okay. Intelligenz ist ein Maß für deine Geschwindigkeit beim Wirken von Zaubern. Sie bestimmt, ob du schneller zaubern kannst als alle anderen auf der Zauberschule oder lieber sedierte Tauben auf deinem Feind führst. Ja. Weisheit ist ein Maß für die Höhe deines Elementarschadens, bla 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 bla, okay. Gesundheit und Schutz, Konstitution ist ein Maß für deine Überlebenschancen. Bestimmt, ob du selbst deinen Schlag. Okay. Einstimmung, was ist das denn? Ist ein Maß für Geschwindigkeit deiner Fähigkeiten. Sie bestimmt, ob dir der coole Trick gelingt, den du dir von der gerufenen Person zeigen wollte. Oder, ups, vergiss es. Die Person ist vor Langeweile gegangen. Mist. Ja, steht auch dran, für welche Klassen es gut ist. Ja, zum Beispiel für Berserker wäre es gut. Da können wir mal Punkte vergeben. Ja, ja. Kondition, ja damit. Hier oben nochmal 3 Punkte. Ein Punkt habe ich noch. Wo mache ich den? Ach komm, mehr Schaden ist immer gut. Her damit.
Dein Name, ja, Name. Barak, genau. Ja, also habe ich auch meinen Charakter genommen, den ich hier bei Elder Scrolls erstelle. Hier, den ich immer bei Elder Scrolls erstelle. Wenn ich immer einen Ork spiele, nenne ich immer Barak. Genau. Dorftrottel, ja, komm, damit komme ich klar. Egal, Hauptsache schön rein in die Fresse und gut ist. Ah, es ist am Tisch. Da ist ein Hase. Deinen Helden und ich bin mein eigener Held. Okay, und Fred, steht da, dein erstes Schwert verursacht Mörder 1000 Schaden? Mein Fehler, ich habe eine Null vergessen. Oh, neuer Plan! Fred und Valentine kriegen keine Stifte mehr und Würfel schon gar nicht. Jetzt liegt's an dir, Neuling. Du bist ein Schicksalsbringer. Und diese Trottel werden dich beraten, schätze ich. Also gut. Ich rate dir, ein Badass zu sein. Wir sind hier, um das Böse zu töten und Gold zu machen. Ich weiß, dass ich dein Vorbild bin. Halte dich an mich und du wirst ein toller Schicksalsbringer sein. Ach ja, eine letzte Sache noch. Bunkers and Badasses ist ein Rollenspiel, Baby. Das heißt, du sprichst immer mit deiner Charakterstimme. Kapisch? Gut, dann lass mal hören. Ich will an Geld kommen. Und wenn ich dabei die Welt rette, dann ist das ebenso. Ich sehe überhaupt nichts. Du musst sie dir vorstellen, du Armleuchter. Schließt einfach die Augen und wundert euch. Ihr seid im Schlummertal eingetroffen, einer unscheinbaren und friedlichen Ecke des Königinreichs, die ein dunkles Geheimnis birgt. Ihr seid weit gereist, um hier zu sein. Hört auf den Ruf der Königin höchst selbst. Die Königin höchst persönlich? Was könnte sie von uns wollen? Sie fürchtet die baldige Wiedererweckung des Dragonlords. Ihr müsst sein Grab finden und seine Wiederauferstehung verhindern. Mit anderen Worten, wir dürfen ihm in den Arsch treten. Hier ist ein Übersichtsblatt mit Gesundheitswert, einer Karte und so Zeug. Cool. Ja, wunderbar. Bla 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 bla. Weiter. Weiter, das ignorieren wir einfach mal alles gekonnt. Wir haben noch keine Waffen, das ist schade. Werden wir schon finden. Wir werden schon was Anständiges finden hier. Hoffentlich zumindest. Ich hoffe, wir werden hier ein paar anständige Waffen finden. Ich rechne mal nicht damit, dass wir eine Konferenz-Call bekommen. Aber wir können zuschlagen. Oh, das. In dem Licht sieht die Rüstung. Ist das die Einstellung, die ich eigentlich hatte, oder? Ja, eigentlich schon, oder? Passt. Kann ich bestimmt nochmal ändern, ist ja kein Problem. Ich mache darüber später Gedanken. Ja, Steuerung, dritter Teil, man kennt's. Yep. Mäh. Ich kann es nicht kaputt machen, schade. Einbrechen. Schade. Die verdammte Brücke ist im Eimer. Tja, wer hat das nur gemacht? Einen königlichen Wegstein, das scheint euch zu rufen. Die Magie der Königin durchströmt euch über den Stein und gewährt euch die Macht der Ta-ta-ta-ta! Aura. Das ist die Kraft des magischen Sehens und Hörens. Königin Arschgaul. Sie führt uns durch unsere Quest. Tatsächlich führt eine Spur spektraler Hufabdrücke in den Wald, Baby. Ein umgestürzter Baum versperrt euch den Weg. Was macht ihr jetzt, hä? Ich wirke.
Baum identifizieren. Diese Gattung nennt man Springus tutorialis und sie wächst lustigerweise nur in diesem einen Tal. Ja, drüber springen. Sehr schön. In der Ferne lockt euch das Glitzern von geschliffenem Stahl an. Na, was haben wir denn hier? Ein schickes Stück Stahl. Ich liebe Äxte. Toll zum Spalten, Hacken und zum gelegentlichen Herumhacken. Boah, boah, mal damit zubauen, das ist gut. In der Nähe eine überwucherte Höhlenöffnung, wenn es nur einen Weg hinein gäbe. Muss ich bestimmt kaputt machen, ne? Ich guck trotzdem mal in die Richtung. Eieiei. Ha, fühlt sich das gut an. Ah, Kissen kann ich aber auch kaputt bummern. Sehr schön. Das Fass sieht sehr verführerisch aus. Schachtel ist auch kaputt. Aber irgendwo muss ja irgendwas Schönes drin sein. Bam. Ja, jetzt hau ich das Ding einfach mal kaputt hier. So, zack. Ein wahrer Schicksalsbringer weiß, wann er zu stehen hat und wann er sich duckt. Ja, trainier deine Pobacken. Und wenn du dich mit Anlauf duckst, schlitterst du rum wie ein cooler Actionheld. Nee, hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Ah, hier, das bauen wir dann wieder. Okay. Hyperion, dieses Mal sind wir nicht die Bösen. Man kennt's. Ey, und Legendaries, die hier im Müll versteckt sind, das kennt man ja auch noch vom dritten Teil. Ja, ja. Ein weiterer Wegstein weist euch den Weg. Aber um ihn zu erreichen, müsst ihr an einer Meute von zackenden Krabben vorbei. Ja, endlich ein Kampf. Töten wir sie. Wackend! Sie sind so zwackend! Ja, wir will noch ein paar aufs Maul, ja? Ach da! Bäm! Ihr habt die Krabben besiegt! Ja! Zum Glück für euch hatten sie ihre Ersparnisse dabei. Sie gehören jetzt euch! Sie hatten ihre Ersparnisse dabei. Gut, beim Wasserfall war kein Geheimgang, okay. Folgen wir Arschgaul. Mehr oder weniger. Oh, schöner Schatten. Puh, yep, das kennen wir auch noch aus Borderlands 3, auch wenn es im jetzt hier ein besseres Tutorial ist als im dritten Teil. Oh, da drüben, da will ich mal kurz hin. Gibt immer mal gerne irgendwelche versteckten Sachen. Nerbt, das sah aus wie Schrotflintenmunition. Kennt man noch. Kann man da reingucken? Nein, zu dunkel. Okay. Was ist das? Ein Schrein? Ganz genau. Die Königin regiert die Wonderlands schon, seit ich noch eine kleine Spielerin war, so wie ihr jetzt. Sie hat eure Ankunft bereits erwartet und eine mächtige Waffe für euch dagelassen. Die Waffe von Schicksalsbringern. Ah, Dahl, wegen Dahl ist ja ein sehr schönes Wortspiel. Das Teil ist halb verrostet, macht aber immer noch Löcher in Leute. Was? Es gibt Knarren in einer Fantasy-Welt? Das ist Tinas Fantasy-Baby! Ja, ja, von Dahl, hinter. Der Drachenlord. Er wurde verurteilt und wir werden ihn jetzt nochmal das Handwerk legen. Mal wieder. Ja, ihr habt das mitverfolgt, ne? Das Drachengame geht weiter, ja, ja. Auch wenn ich mir irgendwie wünsche, dass er halt in den Knast gekommen wäre. Aber egal, man kann nicht alles kriegen, ne? Schicksalsbringer, du wirst nie zum dunklen Herrn gelangen. Jetzt zum Teufel bist du, stirb. Schicksalsbringer.
Nehm das! Ich wette, du wärst vorhin lieber weggerannt. Ist der tot? Bam! Bam! Nehmt das! Bam! Die wollten gerade eine Waffe machen, ne? Wissenschaft? Niemals. Wissenschaft ist Ketzerei. Ey, ich vermache meinen Körper der Wissenschaft. Ja, Beute. Ribula, treue Diener des Dragon Lords. Verrate mir, wo sein Grab ist, und ich mache ein Skelett aus dir. Ich weiß es nicht. Ich schwöre es auf dem Diamantschweif der Königin. Lüge! Ich mach dich zum Skelett. Schwärmt aus, meine untoten Diener. Wir müssen unseren Herrn finden. Ja. Und der Herr und Meister heißt Sarpedon. So, dann zeig ich mal das Zeugnis. Nämlich Ratenort, Schild. Ihr habt einen Schutz gefunden. Das ist ein magischer Schild für eure Gesundheit. Ziemlich cool. Wie im dritten Teil, man kennt's, ja. So. Hahaha, damit hat keiner gerechnet. Okay. Wo jetzt lang? Wir können auf die andere Seite springen. Ja! Na, scheiß drauf. Dupti-dupti-dupti-du. Ein Steinschlag versperrt den Weg zum Dorf. Wir sind ruiniert. Alles ist verloren. Sehr heldenhaft. Tina, können wir die Steine in die Luft jagen? Tut mir leid. Das geht nicht. Nicht ohne Sprengstoff! Ja, dann spreche ich das Ganze doch mal, ne? Sieg! Ich habe die Hoffnung nie aufgegeben. Vor dir hört ihr das Gebrüll von tosendem Feuer und das Klappern von Knochen. Wir wollen das Dorf retten. Oh, das Dorf wurde längst zerstört und überall sind Skelette. Dann wollen wir das Dorf halt rächen. Schlecht gekämpft, aber gut gestaubt. Merke ich mir. Gut gekämpft, aber schlecht gestorben. Die haben alle ihre Ersparnisse dabei. Ja, ist das schön. Hast du Geld. Ich töte nicht umsonst. Okay, fest kann ich in die Luft jagen. Gut zu wissen. Bleib liegen, Lusche. Auf einer Stimme reiten. Die sind wieder randvoll mit Drogen, diese ganzen wahnsinnigen Psychos. So, gibt's hier drin irgendwelche Waffen? Oh, warte, was haben wir denn hier? Ich liebe meinen Kram. Komm schon, Garifex. Du bist ein mächtiger Zauberer, der alle 20 Seiten der Welt gesehen hat. Du bist wie ein Blatt durch die wabernden Winde geflogen und hast die Bannworte an Ulgrens Pass gesprochen. Nur weil du dich in diesem anonymen Dorf zur Ruhe gesetzt hast, hast du noch längst nicht deine Magie verloren. Wenn du nur diesen Eiszauber meistern könntest, kommt der Rest vielleicht auch zurück. Ein vollmächtiges Skelett erhebt sich. Und wird es! Vorsicht, Leute, Bellissen anrücken. Ach, mit anderer Einstellung. Man kann die Einstellung ändern, das ist gut. So kenne ich das noch. So. Oh, Scheiße, gib her. Aber ja, ich kann das wieder umschalten, das finde ich gut, mit der Kreis-Runter-Taste. Retten wir den Arsch. Danke, dass du mir den Arsch gerettet hast, Fremdling. Wie kann ich dir nur danken? Ist gratis. Ich suche den Dragon Lord. Du bist ein Schicksalsbringer. Ich wusste, die Königin schickt uns einen Helden. Das Grab ist in der Gruft unterhalb von Burg Peinstein. Du musst dich sputen, sonst finden es seine Schergen zuerst. Das Grab liegt in einer Gruft? Das perfekte Versteck.
Möge die Gunst der Königin auf deiner edlen Quest mit dir sein. Du. Mein Bauernarsch bringt mich um. Ja, genau, danke für das. Das waren zu viele Informationen. So, wir haben Skillpunkte, die wir verteilen können. Sehr gut, ja, ja. Und wir würden jetzt mal gucken hier. Dreierseifen und Zweierseifen, okay. Ja, ja, okay. Okay, na, das ist gut. Hat da also an sich. So, Skillpunkt vergeben. Dann zeige ich mal das Zeugnis. So. Gib her, ich nehm das Ding. Ah. Ah, und dann kann ich dann hier noch ein paar Punkte vergeben. Okay, das ist auch gut. Ja, ja. Kondition haben wir das hier auf 10, das ist ordentlich verkehrt, können wir einstecken. Abklingzeit, ah ja, okay. Gut zu wissen. Probier es nochmal gleich aus. Ah, ja, ja, okay. Das ist cool, das ist cool, das ist mega cool. Das ist stark. Das gefällt mir, das gefällt dem Papa. So, gibt es noch irgendwas zu plündern? Ich habe Sachen gehört, die nicht da sein sollten. Neue Punkte verfügbar, was ist da los? Also ich kann jetzt noch hier, oder? Ja, ja, ich habe noch Punkte zu vergeben. Okay, interessant. So, alle Punkte vergeben, das ist gut. So, meine Lieben, würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Passt euch auf, macht's gut, meine Freunde. Ciao. Moment. Du Glückspilz. Geiler Scheiß. Gib her. Stufe 2. Aber das andere ist viel besser. Egal, man kann ja mehrere Waffen anlegen. Dann gib mal her. Hyperion ist immer gut. Ja, ist ein Hyperion. Okay. Hyperion ist immer geil. So, meine Lieben, jetzt aber. Ja, ich wollte mich gerade verabschieden, dann kommt so etwas. So, meine Lieben, jetzt aber. Dann würde ich mal sagen, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Passt euch auf, macht's gut, meine Freunde. Ciao.